Guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch He Needs His Medicine. Das ist ein kleines Indie-Spiel, gibt's für Ome bei Itch.io. Gott sei Dank muss ich es nicht alleine spielen. Ihr wisstet, wer mit dabei ist. Es ist der Apotheker meines Vertrauens, ja, bei der Medikamentenausgabe, die wir alle so mögen. Es ist Apotheker Benny! Yeah! Hallöchen zusammen, hallo. Benny! Ja, obligatorische Frage, kennst du das Spiel? Selbstverständlich nicht. Dachte ich mir schon. Grabe immer tief, ich grabe tief für solche Perlen. Okay, ich würde sagen, wir starten die Later. Ah, die Sounds, wie geil. Wir starten das Spiel, auf geht's. Es soll so ein bisschen, und ich sehe gerade, es ist so ein bisschen Retro-Lookalike irgendwie. Und okay. Wir sind ein Cop? Wir sind, glaube ich, ein Cop, ne? So. Sieht zumindest so aus, wir haben eine Waffe in der Hand. Okay, stimmt. Oh, alles klar. Also mit E? Ja, kann man schon mal Lichter machen? Wunderbar. Cool. Kann ich nicht schießen? Gar nicht? Okay. Er kann ja nicht schießen. Ich geh mal hier rein. Was ist das hier? Eine Wanne? Und ein Schuh? Zerrissener Schuh hinzugefügt. Okay, wir haben einen Schuh gefunden, Benny. Okay. Und ein Klo. Und ein Klo. Und ein Tagebuch. Tagebuch 4. Tief in meinem Inneren wusste ich immer, dass er es so tun würde. Ich habe nicht nur erwartet, dass das Serum so schnell anschlägt. Ich hatte gehofft, dass die neue Empfindlichkeit, die er nach den ersten paar Dosen entwickelt hatte, ihm zeigen würde, dass das hier alles falsch war. Aber nichts kann eine Person ruinieren wie blinde Ambition. Gestern habe ich ihm die letzten seiner Ersatzdosen gegeben. Aber das war es jetzt für mich. Es ist nicht so, dass ich nicht weiß, wie man es herstellt, aber ich halte es einfach nicht mehr aus, ihn so anzuschauen, wie er ist. Nicht einmal für ein paar Sekunden. Er meint, dass er nur noch eine Dosis braucht. Aber es wird jemand... Und da endet das Tagebuch. Okay. Und da spüle ich nochmal. Klar. Oh. Cool, so wie er läuft so. Zack. Oh, Licht ist wieder aus. Gehen wir mal hier rein. Sehr karge Zimmer. Gut verspachtelt. Ein Telefon. Kann man telefonieren? Nein, kann man nicht. Was ist das? Tagebuch 3. Vielleicht sollte ich als Wahrsager arbeiten. Das würde mir helfen, mich ein bisschen aufzulockern. Ich sehe voraus, dass er eine neue absurde Weise finden wird, um seine Träume in kürzester Zeit zu verwirklichen. Und genau das hat er heute Morgen getan. Ein Wort. DNS mischen. Ein Wort. DNS mischen. Mischen. Schön. Ein Ingenieur... Der Internetwissen über Biologie besitzt, ist bereit, die Menschheit zu einer weiteren Stufe der Entwicklung zu führen. Nur die Zeit kann uns sagen, ob er damit Erfolg hat. Aber ein Blick auf die Spritzen in seinem Büro zerstört meine Hoffnung direkt. Wäre es so vorgesehen, dass wir Flügel hätten, dann wären Menschen und Vögel schon längst austauschbar. Ja, okay, alles klar. Möchte ich hier Bleichmittel hinzugefügt? Irgendjemand lässt sich hier anscheinend Dosen geben und irgendwie verwandelt er sich in Vogel oder irgendwas, ich weiß nicht. Und irgendwie sagt mir das Spiel, das wird seine letzte Dosis sein. So, hier kann man nichts. Hier ist noch ein Telefon, er hat viele Telefone. Tagebuch Nummer 2. Naja, ist natürlich jetzt chronologisch ein bisschen falsch vorgelesen, aber egal. Heute ist der Tag, an dem er mir endlich seinen Wahnsinn gestand, auch wenn es indirekt war. Das Fehlen seines Selbstbewusstseins hat offiziell das Limit erreicht. Kurz gefasst, seine Eifersucht auf Vögel wurde so intolerant, dass er einer wurde. Was? Okay. Du weißt, was sie sagen. Träum es und du schaffst es. Oder so, etwas in der Art. Zurzeit scheint es keine Antworten zu geben, wie das zustande kommen soll. Aber ich erwarte, die verrückte Antwort bald zu bekommen. Ich kann kaum sprechen, wegen der Anzahl von Zeiten, an denen ich ihn anschrie. Dass er seinen Wahnsinn stoppen soll. Und als Ergebnis schreiben ist, was? Und als Ergebnis schreiben ist die einzige effektive Methode, um mich zu beruhigen. Lässt sich echt mega schwer lesen, diese Schriftart. Na? So. Kleber hinzugefügt. Was haben wir hier noch? Wäschesack? So ganz was? Komische Sachen. Was war das jetzt? Ich hab keine Ahnung. So, zuerst so ein Schuh, ein Bleichmittel, jetzt ein Kleber. Kleber? Oh, okay, alles klar. Ist eine weitere Wohnung? Können wir hier anmachen? Was läuft denn da? Was ist denn da unter dem... Ah, die Schildkröte. Ach, cool. Hey, guck mal wieder. Tagebuch 1. Seine Sucht wurde immer schlimmer. Viel schlimmer.
Er konnte nicht einmal mehr ein richtiges Gespräch führen, ohne das Gespräch auf Schnäbel und Flügel zu leiten. Und ich weiß nicht mehr, was ich noch tun kann. Das Problem zu erwähnen ist zwecklos, da er das Problem nicht einsieht. Ich würde immer überreagieren oder ihm den Spaß verderben. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ein unnatürliches Verhalten, unnaturelles Verhalten nur beendet werden kann, indem er da rauswächst oder endlich einsieht, dass es viel wichtigere Dinge im Leben gibt, als über Vögel zu lesen. Okay, alles klar, er ist anscheinend so ein Hobby-Ornithologe oder was und möchte jetzt einer werden oder was? Was kann ich hier machen? Ah. Ah. Okay, gib mal, hier kann ich mischen oder was? Hier kann ich jetzt oder was? Kannst du irgendwas machen? Hey, aha. Auf das mal. Oh, okay. Gelbe Dosis hinzugefügt. Die kannst du nun eintreten und ihm... Was? Um ihn zu treffen. Wer ist sie? Wer bist denn du? Zitter nicht! Zitter nicht! Genau. Ich hab doch bloß eine Waffe in der Hand. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich mit dir reden? Nee. Okay. Wir sind einfach nur da. Ist das hier eine... Ja, das ist eine Tür. Oh. Jetzt kannst du ihm die Dosis geben bestimmt, oder? Bibo! Fine, Holly. Was? The last dosage of my medicine. Na dann. Hey. What you put in this dosage? Na, Schuh und Kleber. I feel kinda dizzy and funky. This definitely isn't the right medicine. Anyways, don't worry. I'm not mad or anything. Uh-huh. The typical move right now would be jumping on you really fast, screaming as loud as possible to give you a jump scare. That's just lame. I would never. Getrolltes Ende. Okay. Oh, schön. Und das war's, oder wie? Ja, das war He Needs His Medicine. Ja, Story hat mich mal einfach weggehauen. Das war jetzt wirklich, ich weiß ja, wozu hat der Typ eine Pistole gehabt? Ich hab keine Ahnung. Die ganze Zeit immer so gelaufen irgendwie. Also du konntest doch nicht mal schießen. Auf was hätte ich denn schießen sollen? Story in writing. Okay, Chepo. Ja, Chepo, hat Spaß gemacht, dein kleines Spiel. Hat Spaß gemacht irgendwie. Wenn ihr rausfinden wollt, ob das Spiel noch andere Enden hat, wenn man anscheinend andere Sachen zusammenmischen muss für die letzte Drücke, dann ist für immer gerade im Steam erhältlich als zum Runterladen irgendwie, zieht's euch rein. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann, ihr Lieben, sehen wir uns beim nächsten Projekt. Bis dann, ciao. Tschüss.